So, Freunde, dann kommen wir schon zu Teil 3 meiner kleinen Tour. Ich finde es ja ganz witzig, jetzt so im Nachhinein immer erst noch einen Tag zu warten oder so und auf die Kommentare mit zu reagieren. Das macht mir einfach Spaß. Gleich einmal vorweg, also wer jetzt meint, ich war dort wirklich total zugedröhnt, zugeballert vom Alk, ich war leicht angeheitert. Und dieses, wo ich auf dem Stuhl gemacht habe, das war ja bloß aus Jux und Dollerei. Ja, danach ging es dann gleich weiter, aber das seht ihr jetzt. Und Leute, wir hatten wirklich jede Menge Spaß. Und gucken wir mal, wie viele Folgen ich noch zusammenbringe. Ich werde die alle so bei 10, 11 Minuten belassen und naja, weiter geht's. Ja, ich habe vielleicht drei, vier Mal davon gehört. Oh, weia. Weißt du, Leute, was später mir kam? geht's schon gar nicht mehr ja, so gut. Ja. Übergangen. Ich Da sag, ist mein leerer Teller. Da hinten sind noch Weißwürste auch drin. Schon, Oktopus? Also jetzt, das haben wir heute immer probiert. Und mir geht's gar nicht mehr so gut, aber ja, unfreiwillige Füllung. Die muss ich jetzt noch durchprobieren. Für euch selbstverständlich. Die Gedärme sind scheiße drin. Weil, Da fängst du an zu kotzen. Ja, wenn du das Gedärme drin, dann setzt du es. Dieser Spacke hier, der Geizkragen, hat mir ja keine von den Flaschen geschickt. Der muss einen abholen. Deswegen musste ich direkt hier in die Lausitz kommen. Einen richtig dicken, fetten Geldbeutel mitbringen, der hier drin ist. Ja. Um das Zeug erst einmal zu probieren. Also das ist. Das ist der Schlimmste, den wir rausbringen. Furchtbar. Furchtbar. Und die hat über 50%. Aber nur für euch bin ich hier in die Lausitz gekommen zum Tagi, um dieses Zeug zu probieren, dass ihr. Mit einem Gewürz dazu. Halt mal die Klappe im Hintergrund. Ich wollte ein bisschen Werbung machen. www.big-tag.de. Das interessiert doch jetzt noch gar nicht. Doch, www.big-tag.de. Hinterher, wenn ich es probiert habe, bitte. Ja, also, ich habe gesagt, das Video wird lustig. Das Video ist mit Sicherheit lustig für euch. Weil ich habe mittlerweile richtig an Zacken weg. Ich kenne ihn, der, ja. Ja, der René nimmt mir nachher bestimmt die Kamera komplett weg, bevor ich sie runterschmeiß und wieder einen Haufen Geld für das Ding zahlen muss. Den haben wir noch mit. Ja, der schmeißt ja dieselben Dateien aus wie meine. Ja, genau. Der hat nämlich dieselbe gekauft, wie ich habe. Also Leute. Also merkst du, es können auch andere Videos schauen. Also wir sind eine dufte Hunde, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig geil, richtig lustig. Und wie gesagt, ich probiere jetzt noch die anderen Taki-Schnäpse für euch. Und dann tanzt der Nacker auf dem Tisch. Oh! Nee. Oh. Genau, zieh Taki. Und ich sage jetzt nicht nur, wenn du mit nackt tanzt, weil du machst es noch. Ja. Also ich probiere sie jetzt noch für euch. René filmt. Und dann habt ihr eine echte, ehrliche Meinung über die Schnäpsle. Was denn? Katastrophe. Und dann könnt ihr bei dem Big Spaghi Barbecue bestellen. Nicht vergessen, www.big-tag.de. Und abonnieren, nicht sein Kanal, mein Kanal, Big Tags Barbecue. Ja, sein auch. Ich verlinke den Spaghi auf alle Fälle. Ja, das ist auch noch was, ne? Ja. Aber jetzt, in der nächsten Szene dann, würde ich sagen, probieren wir die nächste Flasche. Kamera. Mittags Barbecue. Schnauze! Jetzt Kamera jetzt geht jetzt wieder an Frau, René. Mit ja. Weil jetzt wird es zu viel. Genau. Leute, exklusiv ab sofort. Beziehungsweise ich muss erstmal nach Hause kommen und ihm die Druckvorlage schicken. Wird es die Grill-Junkie-Tassen bei Big Tag Barbecue. Jetzt darfst du deine Adresse nochmal sagen. www.big-tag.de. Ja, so. Jetzt habe ich es sogar fast vergessen. Ohne Barbecue. Ohne Barbecue. Einfach nur big-tag.de. Wird es dann bei ihm meine Tassen geben. Also genau. Sobald sie im Shop auftauchen, gibt es die Tassen bei Taki zu kaufen.
exklusiv per Handschlag, wenn er Scheiße damit baut, landet er in der Güllegrube. Also, ihr wisst Bescheid. Was knacken? Achso. Also ich mag Weißwürste ohne Senf gar nicht. Einen guten Bautzen, achso, dann muss er weg. Guten Bautzen, muss ich sagen. So eine schöne bayerische Wurst mit dem Bautzner. Cool. Kulinarische Wildsau. Nimm doch mal zu, wie ein... Also, Freunde. Zum allerersten. Ich habe diese Flasche komplett gerade aufgemacht, gerade gehalten und es ist oben rausgespritzt. Also, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine handabgefüllte von Else, die wirklich bis oben hin randvoll abgefüllt ist. Na, ich glaube, es gibt keine Flaschen mehr davon, die hat schon Verbot gekriegt. Also, das ist jetzt Tax Moonshine, Birnenbrand, der Edel. Extra Klasse. Genau. 40%. Und jetzt reicht's mir dann echt mal. Ja, ich würde ja sagen, lass mal anstoßen, aber warst du wieder so geregt, als du mir keinen reingemacht hast. Na komm mal her. Muss ja nicht mehr bleiben. Dann mach ich dir noch eine rein. Die Carina, die hat mich lieb. Carina macht's dir. Ja, die hat jetzt. Hallo, hier. Ja, die hat mich lieb. Der interessiert ja nicht. Ich muss ja das Zeug kosten, also, ja. Ob das wirklich schmeckt. Bei dem kann man ja nichts glauben. Bitte schön, mein Guter. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Grüßerchen. Hast du mit Kaffee noch verbunden? Ade Williamsbirne. Hurra, Takis Moonshiner. Ja, das ist Power. Mehr, du hältst die Klappe. Ja, Entschuldigung. Das ist jetzt mein Video. Ja, ich drehe mich jetzt. Mehr sage ich dazu nicht. Also hier am Tisch sieht es mittlerweile sehr wüst aus. Egal. Das ist der Falsche. Der kommt noch. Also der Birnenbrand. Besser als jeder Willi. Also wirklich. Ich hau dich noch. Geil. www.big-stack.de. Nicht vergessen. Also, ich kann das nur mal sagen. Hier wird so vieles demoliert. Also, na? Ich weiß nicht, du kannst mit Bayern kannst nicht überall hinfahren. Das geht nicht. Die schwangen schöner als die Plastikfinger. Die sind zu leicht. Ja. Die Verlobung! Bist du doof? Verlobung? Ja, der wird sie. Du bist schon verheiratet. Ich wollte gerade sagen, du bist doch schon vergeben. Der ist auch schon wieder verheiratet. Hallo? Ey, ja. Verlosung. So, genau, mit U. Nicht mit O. So. Öffentlich, ja. Wäre schon clever beim Livestream. Standort, geht dir gar nichts an. Speziell für Kinder, ja, auf jeden Fall. Bist ein paar Leute. Nicht abhauen, jetzt sind ja mal weniger, nur noch drei. Was ist hier los? Warte mal ein bisschen. Genau, das gibt's gleich noch viel zu gewinnen. Grüße, ja, Philipp, Mahlzeit. Alter Hauding. Ich hatte ja vor zwei Wochen gesagt, am 28. ziehen wir den Gewinner. Und wir hatten ja das mit Abo-Spezial, ja, was heißt das? Abo-Spezial, da. Aber danke für 5.000, habe ich ja gesagt, könnt ihr mitmachen mit Hashtag Abo. Und ja, so geht das. Ja, und ein bisschen Livestream muss sein. Naja. Heißt ja auch der chaotische Livestream. Ja, habe ich extra reingeschrieben. Chaos. Genau. Na, warte, geht der Pinkel? Anscheinend. Mama Sam, grüß dich, du alter Wemserin. Aber cool. Komm doch mal her. Junge.
Ein ganz normaler Sonntag beim Taki-Referenz. Nicht los, langweilig. Nicht los, langweilig. Mega. Super. So, Freunde, nachdem ich jetzt halbwegs wieder fit bin, probieren wir jetzt hier noch den Tax Moonshiner Haselnussbrand der Extraklasse. Das blöde Ding hat auch schon wieder 58. Och, du Schande. Du wolltest kosten. Oh, du wolltest nicht fahren, das ist jetzt dein Los. Ja, den Rest kriegt einfach der Taki. Ist das schon nur halb voll? Big Tax Barbecue. Dick-Tax.de. Du hast mir noch nicht. Wow. Ja, so stelle ich mir Moonshiner vor. Hui! Wäre ich jetzt Dirk, würden mir jetzt Haare wachsen und keine Masse. Aber Gott sei Dank bin ich nicht Dirk. Also wer heißes, starkes Zeug mag, sei des wärmstens empfohlen. Wer Haselnuss mag, sowieso. Ja, kommt gut rüber, der Haselnuss, oder? Heftig. Ja, vom Geschmack her so. Ja, aber ihr wisst ja, ich bin mehr der Süße. Aber da steht wieder nichts mehr rum hier. Also, jetzt schauen wir mal, was sonst heute noch so abgeht. Bis zur nächsten Runde. Du Else, hast du da ein paar Bratwürste draufkauen? Ah, so ein paar kleine. Ah ja, okay. Also die ganz kleinen. Die ganz kleinen, genau. Ich hab gedacht, so einen Hunger haben wir nicht mehr nach den Weißwürsten. Nehmen wir die kleinen ab. Ich hau mir da mal eine Wurst dran. So Leute, wir haben's, keine Ahnung wie spät, wir hauen jetzt wieder ab. Nachdem ich wieder halbwegs mitfahrtauglich bin. Taki, war schön, nett, dass ihr hier wart. Ja, war nett bei dir. Ich sage jetzt nicht danke, dass ihr uns eingeladen habt. Wir sind ja einfach vorbeigekommen. Ja, genau, genau. Hast Pech gehabt. Na, du kannst dich bedanken, dass wir dich nicht rausgeschmissen haben. Richtig. Das hättet ihr gar nicht geschafft. Nee, also, schön. Wir sehen uns definitiv wieder. Ja, auf jeden Fall. Bloß wann ist die Frage? Wir werden sehen. Will ihn sehen? Jo. Also. Ja, aber gucken wir mal, können wir den da hin sexuell belästigen? Kriegen wir hin. Ja, naja, also. Hashtag Taki kommt in die Kommentare, wenn ihr den Taki bei ihm sehen wollt. Ja, genau. Und ich muss mir erst mal das Video beim Bearbeiten angucken, was ich alles daher quasselt habe. Genau, und alles mal, erst mal gucken, was alle piepen und so. Also. Das ist schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Ja. Mega, mega. Wir fahren jetzt wieder. Und was machen wir heute noch? Ja, auf alle Fälle Tagesschau gucken. Ja, genau. Und ja, gemütlich ausklang. Genau. Ja. Bis also, später. Haben wir noch anderthalb Stunden Fahrt. Ja. Also dann, Tschaikowski. Bis dann, nachher. Nächste Szene und so, ihr wisst Bescheid.